Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, wir haben nämlich noch eine Aufgabe zu erledigen. Natürlich, um Geld zu bekommen, ne? Also diese Goll. Und dann können wir endlich dieses neue Tauchen beginnen. Aber erst brauchen wir Hartholzstöcke, Holzbretter und. Da warten wir noch ein bisschen ab. In der Zeit kann ich eigentlich noch sammeln, aber dann habe ich keine Energie mehr für diese Tauchen da hinten. Das wäre natürlich ein bisschen traurig und ärgerlich zugleich. Und Holzbretter brauche ich auch noch. Können wir mal gucken, ob ich hier irgendwie Holzbretter finde. Ohne dass ich jetzt großartig Holzreste verarbeiten muss. So, Stöcker. Okay. Wir haben mal irgendwo noch ein härteres Holz. Da muss ich ein bisschen durch die Gegend rennen, glaube ich. Ja. Da. Genau. Hochwertiges Holz. Okay, da kriegen wir nichts. Keine Holzbretter aus. Okay, schade. Obwohl diese eine Holzbrett fehlt, ne? Naja. Mal schauen. Habe ich hier Kupfer? Ah, ich sammle einfach alles ein. Nein. Tja. So. Feine Holzreste. Können wir ruhig mal anschmeißen. Aber da kriegen wir bloß Hartholz raus. Na, ist ja nicht so schlimm. So. Ja, okay. Diesen Spieltag schaffen wir nichts mehr. Am nächsten Spieltag bestimmt. Ist auch keine Hauptquest mehr, ne? Ist nur noch alles Larifari. Momentan. 3, 2, 1. Meins. So, ein Holzbrett. Dann warten wir noch auf das letzte Holzbrett. Um diesen Plakatwand von Avios anzufertigen. Hätte ich doch sammeln können, ein bisschen Schrott. Einen Moment, wir gehen mal kurz hin und sammeln mal diesen riesengroßen Schrottberg ein. Genau, diesen hier. Sonst lohnt sich das ja gar nicht mehr zu holen. So. Ich weiß, kann man sich auf... Naja, aufheben kann man das nicht, ne? Ne, ich sammle erstmal das zerstörte Busrahmen ein und so und dann mal schauen. Jetzt dieser Erfahrungsbalken zeigt hier auch nicht mehr an, ne? Also, da muss man ja regelrecht Escape drücken, um zu schauen. So, dieser Haufen noch. So eine Maschine hätte ich auch gerne mit automatisches Sammeln. Wäre echt super. Dann brauchen wir das nicht mehr machen. Dann brauchen wir nur noch absammeln. Das wäre echt super. Und toll. So, das letzte Brettchen ist auch fertig. Sehr gut. Und jetzt noch herstellen. Herausragend. Sehr gut. Stelle das Werbeplakat auf. Ja, das machen wir jetzt noch. Ne? Ist halt direkt in der Nähe. Finde ich gut.
Und dann gehen wir am nächsten Spieltag ab. Hallo? Genau. Yes. By the stain. It's perfect. Look at the majesty. I can't bear to draw my eyes away. I look so friendly and welcoming. You're all set. Amazing. My design, your handiwork, and Pablo's finishing touches. It's absolutely perfect. Also mal kurz festzuhalten, er hat das Plakat hergestellt und wir haben das Rest mit Holz gemacht, also dieses Gestell. People are going to start calling my shop by the stairs. You know, with all the attention I'll be getting. Ja, also heißt das noch eine höhere Treppenstufe oder wie? Like, everybody will be looking. Or staring? Ja, und jetzt willst du noch eine Stufe haben oder wie? Ah, by the way. How much was Pablo's fee? 500. Ah, shoot! I forgot to tell you. Always haggle with Pablo. He expects it. It's a part of the game. Done. Well, that's all right. Next time you're in that kind of situation, just think. What would Avio do? Thank you anyways. I'll pay you back as soon as I can. The shop owner and the workshop owner. What are you two doing here? Not thinking of traveling somewhere, are you? With so much work to be done? Nein. Nein. Pastor, hello! We were just admiring this fine billboard that our friend here made. Frau? Das ist doch keine Frau. Advertisement. Let me see. Das ist doch keine Frau. Yes, very nice. But you are aware that there is an application process for new constructions, are you not? Nope, in case you forgot, any construction on public property must first go through the Commerce Guild with an application fee. Oh. Following which, the request will be sent to City Hall, where Heidi and myself... Right. Right. Application. And the fee. You would do well not to interrupt me, boy. As I was saying, Heidi works with me, keeping track of zoning for new constructions. But as it turns out, to my knowledge, there is no zoning conflict here. Kack dich doch mal nicht so ins Hemd. Woo! You know, Holcha, the way you were talking, you made it sound like... However. Huh? There is still the matter of the application fee that you so absent-mindedly circumvented. 500 goals. Otherwise, I'm afraid the city will have to take down this... very... Yes, yes, of course. Of course, I would never dream of trying to wriggle out of paying for such a valid and clearly very necessary service. Let me just speak with my partner privately for a moment. As you may recall, I'm still a bit short. Also, I don't have 500 gold on me. But don't worry, I have a plan. Let's convince Miguel to keep the sign up and just give me a few days to come up with the money. Okay, ich stehe hinter dir. Okay. Nice! Alright. Just follow my lead. What's there to discuss? This isn't exactly what I'd call a complicated issue. Pasta, the thing is, for a little shop like mine, 500 goals is quite a hit. I don't even make that from a full day's work. Can we leave the sign up and I can pay the fee after a couple of days? I mean, it's not like I'm going anywhere. You can see my shop from your church, can't you? And I mean, who knows? Maybe some tourists will see the sign and decide to hop off the train. This sign could pay for itself in a matter of days. Hm.
Ich kämpfe Avio Bürgen. Sieh es ein, Zentrok braucht diese Werbung. Bitte. I must admit, to see you young people so united, it does fill one with hope. Okay. Fine. I suppose these laws were originally written with the intention to improve commerce in Sandrock, not hinder it. You have 3 days. I will inform City Hall. Good. Wonderful. Thank you, Pasta. You're so forgiving, just like your religion tells you to be. I do so admire those who practice what they preach. Hmm. Yeah. Ha! That went well, I'd say. Thank you for your support. Within a few days, I'll have that silly fee paid for. Oh, and I'll pay you back as well. Ja, wo bleibt mein Geld? Whew! Finally, I love it when a plan comes together. Some of what I said is true, by the way. I do think this billboard will pay for itself in no time flat. All right. I'm going to speak with Jensen about when there's the most traffic so I can prepare for the crowds. Thanks again. Ja, kein Ding, aber hä? Der gibt mir nur 350. Das ist Betrug. Da fehlen noch 150. Egal. Egal, der ist sowieso bankrott. Also ein bisschen blank auf Kasse. Habt ihr selber gelesen? So, und jetzt schlafen wir mal den Tag hinüber, dass wir endlich mal in den neuen Tauchen reingehen können. Ich bin gespannt, was es dort gibt. Weil die Brücke repariert wurde, haben sich die Wasserpreise wieder normalisiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, wir brauchen sowieso noch Wasser. Well, if it isn't one of my favorite builders. Fancy seeing you here. What's that? You live here? Was war das? Du wohnst hier? Ja, ich wohne hier. Hast du was dagegen, Burgers? Kusch dich mal, du störst mir immer beim Bäumefällen. Well, never mind that. Here's the thing. We've all been under a lot of stress lately, and you... I mean, gosh. That adventure into Giegler territory, plus your usual 9-to-5 building gig? Du kannst auch mein Haus ein bisschen aufhübschen. Wie wär's denn damit, Burgers? Mental health is a serious thing. And it's also my duty as Chief Safety Inspector to make sure everyone's doing all right. Recently it's just come to my attention that we could all use a little checkup. Care to answer a short survey? Ja, okay. Wir sind natürlich ganz normal und sagen, sicher, ich habe Zeit. Swell. Thanks for being so easy to work with. To contrast, I usually have to wait till Penn's asleep before I can get him to fill anything out. But that's neither here nor there. On with the survey. Keep in mind that your answers are totally confidential and will not be shared with anyone. So please do. Firstly, how often does thinking about your battle with the Gigglers trouble you? Wie oft setzt es dir zu? Manchmal. And how often do you feel like builder work is just too much to handle? Zu viel ist? Manchmal. Right, got it. Okay, verstehe. Last question. How do you usually relax when you're stressed? Wie entspannst du dich für gewöhnlich, wenn du gestresst bist? Anderes. Ooh, mysterious. Andere. Other. I wonder what nicht, that could was be. Das sein könnte. Well, sollte it nicht. Looks like you're hanging in there. But I think that time at Gecko Station and all that work you've been doing lately is starting to get to you. You really should be careful. Mental health is no joke. Well, that'll do it for the survey. Thanks for das being war patient. Die Umfrage. Okay. I'll be analyzing everyone's results. Anyway, we'll be in touch. Thanks again. Jo, alles klar. Wenigstens gibt er mir dafür Wasser, das ich schnell nachfüllen kann. Ja, 2% Wasser, ach du meine Güte. Wir brauchen noch viel mehr Wasser, das reicht nicht. Also bei mir herrscht Wassermangel.
Von Kree. Die Ziviltruppe hat mich darüber informiert, dass die verlassene Ruine unter der Geckostätte tatsächlich offen und verfügbar sind. Da sind keine Gegner mehr drin. Ich empfehle dir, das verlassene Ruine so schnell wie möglich zu betreten. Yep. Geh mal weg hier. Nochmals vielen Dank für die Hilfe mit der Plakatwand. Hier ist das Geld, das ich dir schulde. Hä? Wow, da zahlt er noch mehr an mich. Okay, astronomisches Teleskop, was will der denn jetzt von mir? Geht's ihm zu gut? Ich glaube ja. Wir schauen mal kurz, was wir... Ja, ich wollte eigentlich mit euch... Ah, oh, schaffe ich wieder nicht. Komm, wir... Ich gehe trotzdem da rein. Ein Fenster zum Kosmos. Der hat mir letztens schon 350 gegeben. Jetzt hat er mir noch 500 obendrauf gegeben. Was zum Teufel stimmt mit denen nicht? Okay, wir müssen hier geradeaus zur Brücke und ich hätte doch die Schienen laufen sollten. Wir müssen nämlich über der Brücke und dann irgendwo da rechts ist dann... Ach, da ist das Ding. Gut. Da kann man dann tief tauchen. Und ich habe vergessen, die Tasche leer zu räumen. Habe ich denn noch genug Platz? Ja, hab noch. Alles gut, hab noch genug Platz. Auch Geld habe ich wieder im Spiel. Sehr gut. Zwar nicht viel, aber besser als nichts. Er hat vergessen sein Fotodings da. Rauszunehmen. Wieder mitzunehmen. Dieser komische Ingenieur. Gedingsel. So, und hier sollen keine Gegners mehr drin sein. Also können wir hier unbekümmert. Ja, rein. Kaufen. Ja, jetzt kann ich auch kaufen, ja. Schauen wir mal ein bisschen rein, ne? Oh. Schwefelkies. Ja, wie geil ist das denn? Das Eisen. Erschreck mich doch nicht so. Da steht Schwefelkies. Und was kriegt man da? Eisenerz. Naja, gut. Ich bemängel das mal nicht. Ich mache einfach. Ich ziehe einfach durch. So. Jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Genau. Ja, wow. Hatte gar nicht so viel Gramm. Fortgeschossenes Werkzeug. Oh. Sehr gut. Oh, da ist noch was. Aha. Asergewebe. Ja, genau. Das ist genau das, was ich brauche. So. Schiffsradmodell. Aha. Fortgeschossener Dingsbums-Gedöns. Aha. Oh, Mikrochip. Fasergewebe. So. Ah, und da jetzt durch. Genau. Sehr gut. Dauert jetzt ein bisschen länger, ne? Die Folge. Aber nur ein bisschen. Wenn wir nicht allzu lange aufhalten hier.
Wo jetzt weiter? Ach, da. Türchen. Mal Level up. Sehr gut. Wir haben immer noch nichts gefunden und da ist auch noch was. Sehr gut. So. Wo jetzt weiter? Hier? Automatisch speichern erfolgreich. Wer weiß. Haben wir noch nichts davon. Oh, was ist das denn? Manganerz. Manganerz nehme ich gerne mit. Also oft gibt es gar nicht. Okay, ich sehe schon. So, und da müssen wir los. Durch. Uiuiui. Was? Feuerräusche. Na schnell alle. Aha. Okay, ignorieren wir das mal. Noch was? Gerne mitnehmen. So, da runter. So, dann. Ah. So. Ein bisschen umschauen. Bitte. Mein Gott, zisch. Die Tür ist eh zu. Seid doch. Wenn ich hier fertig bin, dann beende ich das Ganze. War ja offensichtlich auch nicht mehr viel gibt.
Hier ist noch was. So. Hier ist ein Säckchen in der Luft. Soll das so sein? Oder habe ich keinen Platz mehr? Kein Platz mehr für Säckchen? Ja, scheint so. Okay. So, jetzt. Rauskramen, genau. Raus durch. So, dann beenden wir das Ganze. Nächstes Mal machen wir dann hier weiter. Also mal an der Stelle vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren My Time at Sandrock auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Sandrock. Ciao mit V. Tschüss.